Hey und herzlich willkommen zu einem neuen Minecraft Live Video. Ich befinde mich hier gerade in unserer Baustelle. Den hier entfernen wir mal gerade eben. Den hatte ich da hingebaut, weil ich angegriffen wurde und dann weg musste. Und den hatte ich dann hier gekillt und so. Ja, ich habe alles von da oben geholt. Und ja, hier ist alles. Wir müssen jetzt erstmal das ME-System halt wieder aufbauen. So, Vibrationskammer, das. Das ist sogar noch wichtiger. Ich würde sagen, wir stellen das hier erstmal einfach hin. Hier, die Vibrationskammer hier. Das. Dann starten. Dann das hier rein. Dann hier. Konsole und ME-Fertigungs. So, das wär's dann auch. Wieso steht hier ein Erdblock? Ja, und heute wollen wir uns nicht darum kümmern, sondern erstmal um den Aufzug, dass wir überhaupt. Obwohl, doch, wir kümmern uns hier drum. Dafür brauche ich etwas. Und zwar, nein, nicht hier. So, aber allerdings brauchen wir davon noch viel mehr. Also hier Steinziegel. Machen wir uns einfach mal. Zwei Stacks. Dann brauchen wir noch so ein bisschen Cleanstone. Hiervon noch etwas. So ein bisschen Bruchstein. Dann brauchen wir natürlich auch noch Türen. Das wird früher oder später mit der Redstone-Schaltung passieren. Allerdings derzeit noch nicht. Ich würde sagen, wir kümmern uns erstmal hier drum. Das soll bis zu der Linie tatsächlich hochgezogen werden. Dass das. Wohl. Habe ich noch Glas? Weil sonst muss ich den Alloy-Smelter aufstellen. Glas. Nicht wirklich. Also. Das. Legierungsschmelze konfiguriert. Ein Stirling Generator. Ener. Konduits und den klatschen wir dann einfach mal direkt. Obwohl, wir brauchen gar kein Energy Konduit. Kohle, wir haben extrem viel Kohle. Blöcke. Und hier. Das sollst du nicht durchbraten. Du brätst jetzt mal bitte Sand 1, 2 und 3. So, du brennst jetzt den Sand durch. Gut. Wir können allerdings hier trotzdem schon mal anfangen, indem wir hier das wegnehmen. Weil ganz unten soll tatsächlich nicht wirklich sowas hinkommen. Hier in die Ecke kommt mal so. Dann hier einer drauf. Hier, hier, hier und hier. Dann da nochmal eins, zwei. Hier, hier und hier. So, wo muss ich denn durch? Hier muss ich durch. So, hier vorne kommt dann auch so ein kleiner Weg hin. So, gut. Riesige. So, dann haben wir hier erstmal schon mal eine Tür
wenn da vorne der Sand durchschmilzt. Den Sand mache ich, glaube ich, ab dem dritten Layer. Also hier einmal hoch. Einmal rissigen. Einmal hier. Einmal ganz normalen hierhin. Ganz normalen hier. Oh nee, das ist der falsche, verdammt. Nicht Bruchstein, Steinziegel. Natürlich. Dann. Und hier sollte auch noch ein Steinziegel. Das sieht ganz in Ordnung aus, finde ich so vom Design her. Jetzt brauchen wir allerdings Glas. Und ich wollte Erde, ein Stack mitnehmen, weil damit bauen wir uns dann hoch immer. So. Und hiermit stacken wir uns jetzt einfach hoch. Bis zu einem ganz bestimmten Punkt. Und zwar ist das hier die Querstrebe. Auch wenn ich nochmal gucken muss, kann sein tatsächlich, dass ich die abreiße. So, da hätten wir dann schon ein bisschen was gebaut. Dann machen wir uns vielleicht immer nach 3. Machen wir uns hier doch schon mal dran. Also das hier muss mal eben entfernt werden. Weil wir brauchen hier einen kleinen Schacht. Eigentlich reicht für den Aufcard, Minecart-Aufzug, so herum. Ein Loch, was einmal ein Block ist. Aber für die Bauweise reicht es nicht. Außerdem bauen wir das bisschen hiervon so. So, ein Kies hier noch rein. Und ein Cleanstone. So, dementsprechend brauchen wir jetzt ein paar Minecarts. Aber vorher gucken wir hier nochmal nach dem Glas. 30 Stück wieder. Sehr schön. Das tun wir mal alles raus. Genauso wie das. Die Pistolen, der Zombie-Kopf und die Kohleblöcke. Und wir wollen jetzt Minecarts machen. Was mein wo sind sie denn? Lore, stimmt. So, machen wir mal. Neun Stück. Dann Leitern. Nehmen wir mit, müssen wir mitnehmen. Und jetzt kommt nämlich das Blöde. Jetzt muss ich gucken, dass ich hier 1, 2, 3, da eine Leiter hinsetze. Dann muss ich mich hier mal gerade eben hochbauen. So. Hier sind wir schon auf der guten Höhe. Und jetzt, ach Mist, das hatte ich vergessen. Eine Schiene brauche ich noch.
So. Gut. Hier placen wir das, 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 das. Dann graben wir uns hier mal gerade eben lang. Machen hier eins hin, da ein. So. Dann muss ich hier die Decke noch mal machen. Und jetzt wird hier nämlich einfach eine Lore, also mein Card, geplaced und da reingeschoben. Jetzt versinkt das da drin. So, jetzt können wir hier über die Leiter runter und zack hoch. Und so geht das ganz schnell. Die können wir wieder mitnehmen und hier zumachen. Bis auf, dass ich hier ohnehin noch mal machen muss. Gut, dann wird jetzt direkt die nächste gemacht. Gut, hier ist das Mica drin. Also 1, 2, 3, 4. Eins, zwei, drei. Und da oben. Gut. Wieder die falschen Steine. So. So, hier wieder kurz rein. Zack, zack. Eine neue Lore nehmen. Eins, zwei. Eins, zwei, drei, vier. Zack. Hier, hier. Da kann der sogar bleiben. Und hier mache ich nochmal Cobblestone hin. Also 1, 2, 3, 4. Und das passt sogar genau. Ja, cool. So, wieder Schienen platzieren. Gut. Dann packen wir die hier nämlich wieder ein. Und jetzt kommen wir zur letzten Ebene.
Boah, war das schwer zu töten. Gut, hier müssen wir allerdings gerade noch mal rein. Und zwar. Und ich habe einen Fehler gemacht. In Ordnung. Das ist etwas, was ich offscreen mache. Ich habe das eins zu hoch gemacht. Alter, jetzt. Fuckt mich mal nicht ab, ihr scheiß Klette. Ihr seht, es ist noch nicht mobsicher. Aber ich würde auch sagen, das war's mit dieser Folge. Bis zur nächsten Folge habe ich dann den Aufzug gebaut. Und bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao, ciao.